It's me, Mario! Ja, liebe Freunde, heute spielen wir die 5 besten Mario Maker 2 Level. Ich freue mich richtig besonders. Heute mal keine Folge, wo ich mich ohne Ende quälen muss. Heute werde ich mal nicht getrollt von euch, deswegen. Aber wenn ihr wieder Troll-Level haben wollt nächstes Mal, dann zeigt es mir in den Kommentaren und mit den Daumen nach oben. Dann wird es nächstes Mal auf jeden Fall wieder ein Troll-Level geben, aber heute mal die 5 besten Level. So, die 5 bestbewertesten Level und das erste auf Platz 5, natürlich fangen wir hinten an, ist Mario Land Super Bowl Shooters 2. Und das will ich alle paar Monate mal machen, dass ich hier mit euch mal die bestbewertesten Level raus so durchgehe. Ja, damit wir auch mal wissen, was so allgemein in der Mario Maker 2 Szene abgeht. So, weil das sind echt Level, glaube ich, die sind nicht ohne Grund so zu 100.000-fach gespielt. So, und so ein Level hatten wir ja schon. Die treuen Zuschauer unter euch werden wissen, dass wir sowas schon mal hatten mit dem Super Ball Power-Up. Oh, ich liebe das. Geil, immer noch. Genau diese geile Musik. Letztes Mal war das genauso. Das, glaube ich, ist die Fortsetzung. Ist das der zweite Part? So, was muss ich hier machen? Moment mal. Achso, okay. Das ist Tutorial-mäßig. Okay, da muss ich es abtimen. Easy. Okay, easy. Okay, jetzt wissen wir noch, wie es geht. Also, jetzt weiß ich es wieder. Ihr wusstet es eh schon. Okay, da geht's immer in die Schussbahn sozusagen. Und jetzt muss man das perfekt... First Try. First Try, Mann! Geiles Ding. So, warte. Nächster First Try. Alles First Try. Wenn ich den First Try... Nee, warte mal. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Hä? Achso. Nee, hä? Ach so, ich muss hier erstmal, okay. Ich muss hier erstmal einen Weg frei machen, okay. Geil gemacht aber. Zack, hier geht's wieder in die Schussbahn. Zack! Komm! Ja, Mann! Oh, er ist verpufft, nein. Rein da! Ja, Mann! Geiles Ding. Geiler Luckshot. Okay, was passiert? Ich bin am Haken, ich bin am Haken. Zack, zack. Kann ich so jetzt... Oh, tatsächlich, ich muss so am Haken bleiben. Ey, wie geil. Bam! Ah, nee, da oben ist sie noch. Boom! Geiles Ding. Okay, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was muss ich machen? Ey, das ist ein bisschen verwirrend gerade für mich. Okay, ich muss runter. Ah, die Schlüsselmünzen. Sind das Collectibles oder was? Powblock, okay. Ach so, jetzt habe ich den Powblock aktiviert und jetzt kann ich hier hoch. Ja, okay. Okay, ich brauche noch 2 Schlüsselmünzen. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn man das noch nicht so richtig kennt. Okay, vorbei. Bombe ausgelöst. Nächster, komm, machen wir Speedrun. So, klein Speedrun. Hier am Speedrun am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, zack. So geht's los hier. Komm, gib mir die Schlüsselmünzen. Nee, da oben. Ach, da oben wurde freigesprengt. Okay, für die nächste Ebene, mehr oder weniger. Ach so, da kriege ich eine. Ah, Münze noch. Leute, ist ein bisschen verwirrend für mich. Ich weiß nicht, ob ihr da so einen Durchblick habt, weil. Ah, ich finde immer Mario Level, die so ein bisschen. Ich finde nicht rätselmäßig, aber so ein bisschen verrätselt aufgebaut sind, sind immer ein bisschen verwirrend am Anfang. Da bin ich leider ein bisschen zu dumm für, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, nice. Was? Bam! Geiles Ding. Ja, das habe ich aber schnell gecheckt, Leute. Das war Speedrun-mäßig. Bam! Geiles Ding. Geiler Typ. Tyler Güb. Nein! Nein! Okay, ich krieg neues. Okay. Ich dachte gerade, ich hab's versemmelt, aber nein. Ich muss hier den Powerblock nur machen, damit ich da vorbeikomme. Nice, komm. Das, so lange kann das Level doch nicht mehr gehen. Jetzt mal no joke. So... Ja, okay, easy. Easy cheesy, Leute. Oh, ist auch mal entspannt, so ein Level hier. So ein bisschen entspannte Level zu spielen. Bin ich auch ein Fan von. So, warte mal, wo kann ich denn das hier... Oh, jetzt geht's hier aber los. Jetzt geht's hier richtig los. Okay, jetzt muss ich das hier... Geil. So, okay. Knackig gelöst, würde ich sagen. Okay. Oh, Leute, das Level ist ein bisschen... es ist nicht so unterhaltsam, glaube ich, für euch, das anzugucken. Deswegen, aber ich habe ja gesagt, ich mache die 5 unterhaltsamsten Level. Die 5, unterhaltsamsten nicht, aber die 5 besten. Ja, Mann. Nein, Mann. Ja, Mann. Woo! Geil, komm, das muss es doch jetzt mal sein. Zack, auf. Zack, zu. Auf, zu. Geil, Mann. So wird's gemacht hier. Geil, und jetzt? Was passiert jetzt? Okay. Oh, Leute, was passiert hier? Ist mal no joke. Ich verstehe es nicht. Oh, okay, oh Gott. Okay. Oh, Leute, das ist echt... Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, ey. Das werde ich für euch aber mal runtercutten, dass es nicht so, ja, nicht so lange ist. Zack. Münzen, hier ist doch ein Special. Komm. Na, okay, hier ist nichts. Level geschafft, komm, das muss reichen. Oh, es reicht immer noch nicht. Checkpoint erst, okay. Es tut mir leid. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen unterhaltsamer für euch, aber ich... Ah, was soll ich machen? Geil, zack. Münze, Schlüssel, gib mir alles, komm, es reicht. Nächstes, komm, das ist Kindergarten hier. Das Kindergarten. Konzentrationstheorie ist am Start. Okay, jetzt kommt hier Bossfight. Zack, Powerblock. Hä? Zack. Okay, achso, ich muss den Powerblock. Moment, Powerblock, ja, Mann. Okay, wie viele noch? Warte mal, irgendwas mache ich doch hier falsch. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, ich habe es geschafft. Hä? Ich habe es nicht verstanden. Ich muss einfach schießen. Rein da, geschafft. Und ich würde sagen, nächstes Level, oder? Komm, das sah schon so final aus. Run.
Achso, Musik. Geiles Ding. Das noch zur Belohnung. Es hat sich gelohnt. Da hat sich das gelohnt. Das Aushalten hat sich gelohnt. So, ich würde sagen, weiter geht's. Nächstes Level. So, Dual Maze heißt es. Und da ist es auf On-Switch. Okay, jetzt wird es aber ein bisschen kompliziert, weil der Weltrekord ist bei 2 Minuten. Und das, oh, das könnte lange dauern. Ich sag mal, wenn der Weltrekord schon bei 2 Minuten liegt, würde ich dafür 10 Minuten brauchen. Zack, okay. Komm, wir machen Speedrun. Speedrun Theo ist wieder back in the building. Die 5 beliebtesten Mario Maker 2 Levels. Okay, das ist jetzt aber... Oh, das ist so ein Level. Oh, das ist so eins. Okay, das ist so eins. Ah, das ist doch kein Problem. Das ist doch Kindergarten. Kindergarten, easy cheesy. Schlüssel. Nein. Nein, hab ich's jetzt versemmelt? Nee, ich komm da hoch, okay. Dachte schon, jetzt hab ich's vergeigt hier. Oh, muss ich jetzt wieder zurück, komplett diesen ganzen Scheißweg? Nervig, ne. Das sind alles Rätsel, Leute. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das mit enträtseln könnt, wenn ihr zuguckt. Aber ich finde, als Zuschauer ist ein Rätsellevel immer oft ein bisschen... Ich will nicht sagen schwer, aber ein bisschen nicht so übersichtlich für einen, der das gerade spielt. So, es kann aber auch daran liegen, dass ich einfach nur dumm bin. Das wird's wohl sein. Okay, lass mich weg. Oh, lass mich hier weg. Und rein. Sprung. Okay. Oh, das ist wirklich ein Rätselkram. Ich find's geil. Mir macht's richtig Spaß. So würde ich jetzt alleine im Bett liegen und das so ein bisschen enträtseln können. Wäre schon nice, aber ich sag mal so, deswegen bin ich auch nicht so ein Fan, wenn ich immer so random Level einfach spiele wie hier. Obwohl, ich find's immer noch nice an sich. So, aber ich bin eher ein Fan von so Troll-Leveln, wo man auch richtig ein bisschen sich reinknien kann, wo man auch verarscht wird als Spielender. So, das ist einfach dann ein bisschen unterhaltsamer für euch, ne? Sogar hier werde ich getrollt, Leute. Also wirklich, das ist nicht mal ein Troll-Level, aber warte mal, was muss ich denn machen hier? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich gehe einfach irgendwie, wie ich denke und keine Ahnung. Ich hole mir hier einen Checkpoint, hole mir einen Schlüssel und gehe einfach und mach einfach und tu einfach und scheiß drauf und mach und tu und ich muss hier einen Schluck, Alter. Heute mal Pepsi Max, weil schon gegen Abend heute mal, sonst nehme ich immer morgens auf und da trinke ich immer noch gern einen Energy, aber gegen Abend nicht mehr so gerne. Also schon, ich würde es noch machen, aber dann liege ich wieder hellwach im Bett. Man kennt's. So. Das war so klar. Das war closer. Ey, das wird ja langsam richtig knifflig hier. Jetzt, also, ey, ich schwör's euch. Schwerer darf's nicht werden. Das war schon gerade zu viel. Oh mein Gott. Das kann man gar nicht mehr verstehen. Das macht man einfach nur noch. Man macht das einfach. Guck mal, es läuft einfach. Ich mach's einfach, wie ich lustig bin, so, und es funktioniert. Also, man darf da auch nicht denken. Also, wenn man sich da versucht reinzudenken und den Weg sich im Kopf. Das ist Quatsch. Das ist aber ein cooles Level. Ich bin gespannt, was Platz 1 heute ist. Geil, Mann. Ich bin so schnell. Okay, aber langsam muss doch mal hier das Level vorbei sein. Es kann doch nicht noch viel länger gehen. Oh mein Gott. Ich speedrun das Ding hier weg. Das war Speedrun. Also, das war der optimale Weg. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Abgeschlossen. Okay, ich habe es extra versucht, schnell für euch zu machen. Wirklich, das ist mir, ich glaube, ein bisschen langweilig zuzugucken. Deswegen, nächstes Level wird aber, glaube ich, ein bisschen geiler. Deswegen rein ins nächste Level. Die Abschlussrate von 7%. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Genau. Oh no, Mario fell in a cave full of dangerous jumps. Also richtig krasse, präzise, ultra unmögliche Übersprünge muss ich machen, um es zu schaffen. Und es hat wenig, also die Abschlussrate von 7% ist schon nicht ganz ohne, so. Also präzise Sprünge. Ich bin gespannt. Okay, richtig präzise Sprünge. Präzise Sprünge. Okay. Präzise will ich es haben. Ich will es. Präzise. Wenn ich das First Try. Wer bin ich dann? Ey, wer bin ich dann, Leute? Wer bin ich dann? Dann müsst ihr alle abonnieren und ihr müsst alle vor allen Dingen einen Daumen nach oben da lassen. Aber einen richtig fetten Daumen nach oben. Oh mein. First Try! First Try. Oh, 6 Sekunden langsamer als der Weltrekord. Aber, Leute, geil. Geiles Ding. Woo. Ich bin on fire. Ich bin einfach geil. Sorry, Leute. Vielen, vielen Dank. So, jetzt was zum Spaß. Slide and Jump 2. Ah, da habe ich Bock drauf. Schön sliden und jumpen. Da habe ich Lust drauf. Das ist was Spaßiges. Da ist der Weltrekord bei. Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht geguckt. Aber eben, ey, das war geil, oder nicht? Hardcore Jump 7%. First Try weg hier, Alter. Fast Weltrekord. Fast Weltrekord ist übertrieben. Aber komm, los geht's hier. Slide and Jump. Zack. Sliden und jumpen. Sliden und jumpen. Rein. Weltrekord, komm. Den peilen wir an. Das ist Quatsch, aber. Komm. Zack, zack, zack. Woo! Komm. Los geht's hier. Ab geht die Gaudi. Oh, geil. Oh, wie geil. Ja, Mann, ey, das ist so fluid. Oh nein, ich hätte den Boost mitnehmen sollen, ich Idiot. Woo! First Try. Oh, ey, ich hab gedacht, das war's. Ich hab gedacht, ich hab irgendwas vergessen. Geil, macht das Laune. Das macht Laune. Komm, auf da. Auf die Luken. Mach, ja, und weiter geht's hier. Zack. Oh, ich könnte ja auch mal Speedrun-Level machen. Da hab ich voll Bock drauf mal für euch so. Schön Speedrun-Level, weil ich kann nicht mehr reden. Ich check gerade, wie Spaß mir das macht. Wie doll Spaß mir das macht, so ein Speedrun-Level. Geil, Mann, das macht so Spaß. Ey, das ist geil. Zack, komm, nächstes. Rutschen. Alle weg mit den Koopas hier. Zack. Auch First Try.
First Try. Und jetzt die Nummer 1. Und dann war es das auch schon mit dem kleinen süßen Video für heute. Oh, das war knappe Kiste. Guck mal, hier. Das haben über 100.000 Leute gespielt oder noch mehr. Und ich will mich selbst loben, aber fast Weltrekord so. Ich bin noch ein paar Mal hängen geblieben und so. Also, das haben, oh, wie viele Menschen haben das gespielt? Krass. Platz 1 ist MASA, beziehungsweise japanisches irgendwas, was übersetzt bedeutet Planetary Exploration, also den Planeten, eine Planetenerkundungstour, kann man sagen. Okay, bin ich mal gespannt. Der Weltrekord ist bei fast 2 Minuten, 1 Minute 43. Das wird schon ein bisschen dauern, denke ich. Meine 4-5 Minuten werde ich bestimmt brauchen. Planeten erkunden. Oh, Galaxy. Oh, ist das geil. Ich liebe Mario Galaxy. Also das will ich auf meiner Beerdigung. Nein, okay, ich hoffe diesen Scheiß, Leute. So, weiter geht's hier, komm. Jetzt wollen wir den Planeten erkunden. Mach die Luken auf für uns hier. Was ist das hier? Achso, das ist jetzt eine Raumstation, kann man sagen. Okay, achso. Oh, wir müssen mit der Rakete erstmal fliegen. Wir fliegen mit der Rakete. Wir fliegen mit der Rakete. Okay, das ist geil. Wir fliegen erstmal auf den Planeten. Boah, wie geil. Das ist wieder sowas wie mit Mario gehst zur Arbeit. Wisst ihr noch dieses letzte Level, was wir da gespielt haben? Geil. Knackig, da habe ich richtig Bock drauf. Erstmal schön den Planeten. Okay, was sind das? Sind das Sonden? Nee, sind das Helikopter? Was war das? Warte mal. Ey, geil. Ja, komm, jetzt reicht's aber auch langsam. Das sind so ein Vögel, glaube ich, sein gerade. Und wir gehen langsam. Okay, was soll das sein? Man muss aber versuchen, so was kann man mit Mario-Bauteilen versuchen darzustellen. Das sind UFOs, guck mal. Links und rechts UFOs, geil. Ja, das erkennt man aber gut. Das sind fliegende Untertassen. UFOs. Unbekanntes Flugobjekt. Zack. So, okay, da haben wir einen Checkpoint. Rein. So, ach, da geht's weiter in eine weitere Raumstation oder... Jetzt sind wir gelandet. Sind wir gelandet? Ja, hier sind wir gelandet. Hier sind die Aliens. Okay, das sind Aliens, okay. Ey, wie geil. Einfach Aliens, so Tentakelwesen, die uns zuwinken. Okay, und hier auch rote Tentakelwesen. Der hat was in der Hand. Was kann das sein? Eine Blume für uns, die wir nicht nehmen können. Doch, können wir die nehmen. Da muss auch noch irgendwas drauf sein. Okay, nein. Geil, ey, so, ich finde sowas geil, so Szenarien nachgebaut. Und versuchen, sich da reinzudenken. Okay, das sind hier Tentakelwesen, die uns jetzt helfen. Und alles mit dem Galaxy-Soundtrack. Also schöner kann das Leben doch gerade nicht laufen für uns hier. Schöne Rutschpartie, das kennen wir doch. Okay, dann nehmen wir die Plattform. Okay, jetzt hoffentlich kommen wir gleich noch auf anderen Planeten oder so mit anderen Tentakelwesen oder anderen Wesen allgemein. Das wäre noch nice. Ein weiteres UFO. Okay, Endboss Bowser. Den sollten wir doch ganz schnell besiegen, genau. Ja, komm her. Ups, da habe ich jetzt ein Problem. Okay, die Wolken spawnen neu. Nein, ich bin doch so dumm. Also wie dumm kann denn ein Mensch sein? Die Frage wieder, ihr kennt sie doch alle, die Frage. Okay, weg ist er. Weg ist er. Okay, weiter geht's. Ich bin gespannt, ich bin gehypt, ich habe Laune und das war's auch schon für diese Folge. Oh, da geht's nochmal weg. Und da sind, da winken sie nochmal. Geil, ey, das finde ich korrekt. Da ist er mit den Aliens. Nice. Das war's mit Mario Maker für heute. Die 5 beliebtesten Level aus Mario Maker 2. Zurzeit. Also, das wird sich. Ich werde alle paar Wochen mal so eine Folge machen, wo ich mal die erfolgreichsten 5 Level spiele. Und ja, das war jetzt die Folge. Nächstes Mal, wenn die Daumen nach oben so stimmen und einigermaßen, ach, dann werde ich es wagen. Dann werde ich wieder ein True Level machen. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Kapitän Theo.